Hallo Leute, hallo YouTube. Heute geht es um das Thema die Jahreszeiten. Ich nehme doch mal stark an, dass alle meine Abonnenten wissen, wie die Jahreszeiten entstehen. Aber trotzdem werde ich das jetzt erklären. Manche Leute denken, die Ursache der Jahreszeiten wäre die Variation des Abstandes Erde zur Sonne. Der Abstand Erde-Sonne variiert zwar im Laufe eines Jahres, aber das hat nichts mit den Jahreszeiten zu tun. Auf diesem Bild sehen wir den Unterschied zwischen dem größten Abstand und dem kleinsten Abstand von Erde-Sonne. Die Erde dreht sich um die Sonne. Das ist hoffentlich jedem klar. Und die Ebene, um der sich die Erde um die Sonne dreht, bezeichnet man als Ekliptikebene. Der Name Ekliptikebene ist noch ein Überbleibsel aus dem sogenannten geozentrischen Weltbild, wo man damals dachte, dass die Erde im Mittelpunkt steht und nicht die Sonne. So, die Erde dreht sich um die Sonne und diese Ebene ist die Ekliptikebene. Soweit, so gut. Die Rotationsachse der Erde steht nicht 90 Grad auf der Ekliptikebene, sondern um 23,44 Grad geneigt. Man könnte auch sagen, der Winkel zwischen der Ekliptikebene und der Rotationsachse beträgt 66,56 Grad. Und diese Winkelneigung hat die Jahreszeiten zur Folge. Der Einstrahlungswinkel der Sonnenstrahlen hat eine viel größere Wirkung auf die Oberflächentemperatur der Erde als der Abstand. Der Polarkreis liegt am 66,56. Breitengrad. Der Wendekreis liegt am 23,44. Breitengrad. Und 23,44 plus 66,56 ist 90. Und zwischen dem Nordpol und dem Polarkreis befindet sich die polare Zone. Die nordpolare Zone auf der Nordhalbkugel und die südpolare Zone auf der Südhalbkugel. Zwischen dem Polarkreis und dem Wendekreis befindet sich die gemäßigte Zone. Auf der Nordhalbkugel ist die nördliche gemäßigte Zone, auf der Südhalbkugel befindet sich die südlich gemäßigte Zone. Zwischen den beiden Wendekreisen befindet sich die tropische Zone. Aber dort unterscheidet man nicht zwischen nördlicher und südlicher, weil die sich ja beide berühren am Äquator. Bevor wir über die Jahreszeiten sprechen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, muss ich wegen der Vollständigkeit halber erstmal erwähnen, dass es zwischen den beiden Wendekreisen, also innerhalb der tropischen Zone, diese vier Jahreszeiten gar nicht gibt, sondern da gibt es nur Regenzeiten und Trockenzeiten. Und jetzt werden wir uns mit den Jahreszeiten beschäftigen. Wenn bei uns Frühlingsanfang ist, also auf der Nordhalbkugel, wir wohnen hier auf der Nordhalbkugel, ich hoffe, das weiß jeder, dass wir auf der Nordhalbkugel wohnen. Auf der Nordhalbkugel ist Frühlingsanfang und auf der Südhalbkugel ist Herbstanfang. Auf der Nordhalbkugel ist Sommeranfang und auf der Südhalbkugel ist Winteranfang. Auf der Nordhalbkugel ist Herbstanfang und auf der Südhalbkugel ist Frühlingsanfang. Auf der Nordhalbkugel ist Winteranfang und auf der Südhalbkugel ist Sommeranfang. So, ich hoffe, jetzt ist allen klar, wie die Jahreszeiten entstehen. Dass die Jahreszeiten deswegen entstehen, weil die Erdrotationsachse zur Ekliptikebene geneigt ist und dadurch mal die Sonne mehr die Nordhalbkugel bescheint und mal mehr die Sonne die Südhalbkugel bescheint. So, und das war's für heute. Und jetzt sage ich wie immer einen schönen Tag noch.